Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern selbst auch Gründer und Unternehmer und in vielen Vereinen und Vorständen auch in der Führung tätig. Und überall gibt es kleine und große Projekte, überall gibt es Menschen und Teams, die geführt werden wollen. Und damit das gelingt, damit nicht Überforderung einkehrt, brauchst du genauso wie ich ein gutes System. Und mit System meine ich nicht nur die leidige Frage, führe ich zum Beispiel meine Zeitplanung in einem Terminkalender aus Papier oder bilde ich das digital ab? Es geht vielmehr um Prinzipien, um Regeln und die wichtigsten Regeln, mit denen du alle deine Projekte, egal ob du wenig oder viel hast, abbilden und umsetzen kannst, diese Regeln werde ich dir heute zeigen. Eines vorab will ich dir mitteilen, und zwar, warum ich dir kein absolut perfektes System vorstellen kann. Denn du und ich, wir haben jetzt gerade heute eine unterschiedliche Auslastung und eine unterschiedliche Menge von Projekten und Aufgaben. Und es gibt Person A, die hat relativ wenig Projekte und Aufgaben, B hat wesentlich mehr und C hat am meisten. Und dann gibt es noch D, E und F. Es gibt nach oben keine Grenze von Projekten und Aufgaben, für die du verantwortlich sein kannst. Der limitierende Faktor ist vielmehr das System, was du dir bis dahin aufgebaut hast. Das System ist also nicht die Computersoftware, die Mindmap-Funktion, der Kalender oder das Wiedervorlagesystem, sondern es geht vielmehr darum, Regeln zu kennen, die dir helfen, dein System Schritt für Schritt systematisch zu etablieren. Und die erste wichtigste Regel ist die Regel der Effektivität, sprich, dass es überhaupt Wirkung zeigt. Hier wird häufig Effektivität mit Effizienz verglichen. Und die meisten fangen an mit Effizienz, dass sie eine Aufgabe mit dem niedrigsten Aufwand lösen. Aber darum geht es im ersten Schritt nicht. Wenn du deine Ziele erreichen möchtest, musst du sicherstellen, dass alle Aufgaben tatsächlich auch erledigt werden. Wenn du also diese Regel umsetzen möchtest, bedeutet sie für dich, dass jede Aufgabe, jede Idee, jeder Gedanke, den du hast und der zwischen dir und deinem Ziel steht, auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erledigt wird. Du brauchst also jetzt heute ein System, wo alles, was du aufschreibst, alles, was an Aufgaben erledigt werden muss, sicherstellt, dass du das erledigst oder dass andere das erledigen. Wie du die erste Regel umsetzt, bleibt dir überlassen, ob du das elektronisch machst oder auf Papier machst. Entscheidend ist, dass du es machst, dass du es niederschreibst. Entscheidend ist, dass du das Niedergeschriebene wiederfindest. Und entscheidend ist, dass du das Niedergeschriebene, was du wiedergefunden hast, auch tatsächlich umsetzt. Bei den meisten Menschen scheitert es schon daran, dass sie Ideen, Aufgaben, Projekte gar nicht verschriftlichen. Ich persönlich mache das sowohl auf Papier als auch digital. Digital mache ich es aber nur, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Arbeite ich alleine, bin ich für ein Projekt und für die Aufgabenerledigung selbst verantwortlich, dann mache ich es auf Papier. Die zweite Regel der richtigen Selbstorganisation ist, dass du zuverlässig und verbindlich bist. Es gibt nichts Schlimmeres für andere Menschen, wenn du bei denen bekannt bist als jemand, der viel erzählt und vielleicht viel anfängt, aber nichts zu Ende bringt und nichts umsetzt. Aber das gilt nicht nur bei deinem Image, bei deinem Ruf bei anderen Menschen, sondern es gibt ein Ohr, was am nächsten ist, was alles mithört, das ist dein eigenes. Und es gibt nichts Schlimmeres für dein Selbstwertgefühl, für dein Selbstbewusstsein, für deine Selbstwirksamkeit, also der Glaube an dich selbst, was du umsetzen kannst, wenn du selbst dir nicht vertraust, die Dinge, die du vorhast, auch umgesetzt zu haben. Was bedeutet das nun in deinem Arbeitsalltag der Selbstorganisation? Das bedeutet, dass du entweder Fristen gesetzt bekommen hast oder selbst den Mut hast, Fristen zu setzen und bis zu diesem Zeitpunkt auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Aufgabe erledigt hast. Und da gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Die einen sagen, oh, ich mache mal eine Aufgabe, wenn sie mir gerade einfällt oder ich heute gute Gefühle habe. Oder ich mache mal die Buchhaltung und die Erklärung dann, wenn ich zum dritten Mal ermahnt werde. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich habe so ein tolles System. Ich schreibe mir alles rauf. Ich biete selbst freiwillig Fristen an oder ich erkunde mich, welche Frist vom anderen gewünscht ist. Und dann stelle ich sicher, dass an demselben Tag oder am besten Tag oder in der Woche davor vorfristig die Dinge schon erledigt sind. Die dritte Regel der richtigen Selbstorganisation ist, dass die angemessene Qualität erreicht wird. Was ist nun mit Angemessenheit gemeint? Damit ist gemeint, dass nicht jede Aufgabe absolut perfekt erledigt werden muss. Es macht einen Unterschied, ob du eine E-Mail schreibst an einen Mitarbeiter und fragst, wann die nächste Besprechung ist und er möge dir eine Unterlage zuschicken, versus im Vergleich zu einem Kunden, wenn du ein Angebot machst. Klar muss die Angebots-E-Mail, die muss nahezu perfekt sein, weil davon abgeleitet wird, wie die restliche Arbeit erfolgt. Wenn du aber intern alles perfekt machst, dann verbrauchst du bis zu 5-mal mehr Zeit für die gleiche Aufgabe. Und häufig
versteckt sich hinter dem Hang zum Perfektionismus die Angst davor, die unliebsamen Aufgaben, wie zum Beispiel jemand anzurufen oder eine andere unerwünschte, unliebsame Aufgabe erledigen zu müssen. Also verbraucht man lieber 5-mal so viel Zeit mit einfachen Aufgaben, damit man keine Zeit mehr hat für die wichtigen Aufgaben, die man vielleicht nicht so mag. Und erst an 4. Stelle kommt der Punkt der Effizienz. Sprich also wenig wie möglich Zeit, so wenig wie möglich Geld, so wenig wie möglich Energie und andere Ressourcen zu verbrauchen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das hast du schon alles gewusst oder das machst du ja so. Meine Beobachtung ist, bei anderen, aber auch bei mir selbst, als ich mich selbstständig gemacht habe oder als Führungskraft verantwortlich war, dass viele häufig mit dem Punkt Effizienz anfangen. Also ich versuche den Weg zu finden, so wenig wie möglich Energie und Zeit und Geld einzusetzen. Dann hoffe ich mal, dass ich hinten raus irgendwann mal das Ergebnis erziele. Die Realität jedoch sieht anders aus. Denn es ist leicht, eine Aufgabe am Tag zu erledigen, ein Projekt in der Verantwortlichkeit zu haben, eine Firma vielleicht zu führen oder einen Mitarbeiter. Aber wenn du mehrere Ziele hast, wenn du mehrere Lebensbereiche hast und die meisten haben 7 bis 10 Lebensbereiche und wenn du nur in jedem Lebensbereich 1 oder 2 Ziele pro Jahr setzt, dann hast du schon ruckzuck 7, 14, vielleicht sogar 20 Ziele. Und aus jedem Ziel ist es normal, dass wiederum 3 bis 7 Projekte herauskommen. Also bist du vielleicht schon bei 70 oder bei 140 Projekten. Und jedes Projekt wiederum hat in sich vereinigt die Erledigung von Aufgaben 10 oder 20. Und schon bist du vielleicht bei 1000, bei 10.000 oder noch viel mehr Aufgaben, die erledigt werden wollen. Und zwar richtig, dass die Wirkung erzeigt wird. Und dann am besten noch zuverlässig, dass du es überhaupt erledigst, bevor das Verfallsdatum durchschritten ist oder die Sache sich erledigt hat. Und natürlich sollte es dann in einer angemessenen Qualität auch erledigt sein und dann zum Schluss auch mit dem minimalsten Ressourcenaufwand. Ich lade dich also heute ein, das Ganze umzudrehen. Nicht den Weg gleich von Anfang an zu suchen, des geringsten Widerstand, des geringsten Einsatzes oder vielleicht zu hoffen, dass ein anderer das macht. Die meisten wichtigen Aufgaben in deinem Leben, nicht nur für Gesundheit, Fitness und Ernährung und Beziehungen, sondern auch in der Wirtschaft, die meisten Aufgaben, die da zu erledigen sind, die wirst du selbst machen müssen. Ich lade dich also ein, umzudenken, von oben nach unten. Erst zu überlegen, welche Optionen gibt es überhaupt, um das Ziel zu erreichen, die Wirkung zu erreichen, das Ganze zuverlässig zu machen, das Ganze in einer angemessenen Qualität und dann erst darüber nachzudenken, wenn du das einmal geschafft hast, wie kann ich es beim 2. Mal mit dem minimalsten Einsatz von Ressourcen abdecken? Entscheidend ist also nicht, was ist das beste System, ein Papierkalender mit einem physischen Wiedervorlagesystem oder ein Software oder ein Projektmanagementsystem mit Gantt-Diagrammen und Erinnerungsfunktionen und Kalendern. Entscheidend ist zunächst mal zu wissen, was ist die Menge der Aufgabenziele und Projekte, für die du verantwortlich bist. Für die Auswahl des Systems ist es also gar nicht so entscheidend, was am besten funktioniert, sondern ist vielmehr entscheidend, wie viele Aufgaben, Projekte und Ziele du hast und dann gehst du auf die Suche nach dem richtigen System und das richtige System muss dir helfen, diese 4 Regeln abzubilden. Es kann also sein, dass du am Anfang mit Zettel und Stift arbeitest, aber spätestens wenn du mit vielen Menschen gemeinsam an Projekten und Aufgaben arbeitest, macht es vielleicht Sinn, ein digitales System zu nutzen, um andere einzuladen, am gleichen Projekt zu arbeiten und die Aufgaben elektronisch zu verteilen, zu überwachen und mit Erinnerungsfunktionen zu übersehen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein bestes Zeitmanagement, dein bestes Zielmanagement, dein bestes Projektmanagement, dein bestes Aufgabenmanagement, dein bestes Ressourcenmanagement abzubilden, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben nicht nur gute Berater an Bord, die Experte sind in verschiedenen Bereichen, Finanzen, Businessplan, Marketing, sondern wir haben auch Experten und Coaches, die dir dabei helfen, dein persönliches System zu entwickeln. Aber die Verantwortung dafür, dass du diese Regeln umsetzt, die liegt bei dir. Gerne kannst du jetzt Daumen hoch machen. Wir freuen uns auf deine Bewertung. Oder wenn du die nächsten Videos auch miterleben willst, nutzen willst, den Kanal zu abonnieren. Gerne kannst du es auch weiterempfehlen und buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Weg in die Zukunft, wo du die maximale Menge von Aufgaben, Projekten selbst erledigst oder zumindest überwachst, dass du es mit einem Team erledigst. Dein Daniel Schäfer.